Aber jetzt, Freunde, jetzt können wir uns alles angucken. Hey Freunde, damit herzlich willkommen zurück bei eurem Schulfer und herzlich willkommen zurück bei Hello Neighbor Hide and Seek. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was machen wir in dem Spiel? Das ist doch zu Ende. Ja, Freunde, ich habe mich hingesetzt und ein paar Nachforschungen angestellt und wir haben ja bis jetzt in jedem Hello Neighbor Spiel, wir haben jede Version bis auf die Grundfesten auseinandergepflückt. Wir haben jedes Secret, jedes versteckte Ding, wir haben alles rausgefunden, Freunde. Und genauso werden wir das in dieser Version natürlich auch machen. Heute gucken wir uns das erste Secret an, morgen das nächste, danach noch eins und danach noch eins und danach noch eins. Ihr merkt schon, ich war sehr fleißig. Ich habe erstmal viel rumgeforscht und nachgeguckt, damit ich euch die Sachen dann auch wirklich zeigen kann und nicht irgendwie Wochen zwischen den Videos zwischenhängen. Aber wie auch immer, vergesst ihr wie immer nicht, das Video zu bewerten, Freunde. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir schauen uns jetzt das erste Secret in Hello Neighbor Hide and Seek an. Und natürlich befindet sich das erste Secret auch im ersten Kapitel. Ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, wie ihr das Ding finden könnt. Ist nämlich eigentlich sogar ein ziemlich cooles Secret. Wir müssen aber natürlich erst ein paar Sachen machen, bevor wir das Secret uns wirklich angucken können. So, der Junge folgt uns direkt. Na klar, er gönnt sich auf jeden Fall richtig, Freunde. So, wir machen erstmal den Geysir hier zu. Wir müssen nämlich mit den Geysiren an einen bestimmten Ort fliegen. Aber sowas habt ihr euch ja bestimmt schon gedacht, weil mit den Geysiren, man kann ja wirklich unglaublich weit mit diesen Geysiren fliegen. Und da ist es natürlich auch möglich, bestimmte Ecken der Karte zu erreichen, wo man ansonsten gar nicht hin kann. Deswegen müssen wir jetzt ein paar Geysire verschließen, damit einer mit richtig Power abgeht. Und mit dem fliegen wir dann erstmal ein Stück. Oh nein, oh nein. Oh, ich hab's doch geschafft. Wir brauchen nämlich wieder unseren Freund, den Stein. Und mit dem Stein gehen wir jetzt auch noch einen Geysir verstopfen. Und zwar den dort drüben. So, zack. Hau das Ding oben drauf. Sehr gut. So, der Junge folgt uns. Oh, wo ist denn der? Der war ganz nah bei mir. Okay, warte, wir brauchen jetzt den Geysir da hinten, weil den Stein da brauchen wir auch. So, Moment. Und zack. Oh, komm, komm, komm. Ja, ja. Hey, perfekt. So, und mit dem Stein verstopfen wir jetzt den Geysir direkt hier unter uns. So, wir landen mal wieder. Stopfen das Ding oben drauf. Okay, wir brauchen nämlich den Geysir da hinten. Das ist der, den wir brauchen. Ich muss mal gucken, ob es jetzt direkt beim ersten Versuch klappt. So, Moment, wir müssen genau... Oh, okay, das wird knapp, das wird knapp. Warte, wir müssen an dieses Fenster. So, warte. Oh, wir sind gelandet. Freunde, ihr seht es, wir sind auf dem Fensterbrett gelandet. Wir stehen hier sogar im Fensterbrett drinnen. Guck mal, wenn ich mich hinhocke, kann ich durchgucken. Und wisst ihr, wo ich auch hin kann? Ich kann durch das Fenster durchgehen. Ja, ich weiß, denkt man gar nicht, aber wir können durch das Fenster durchgehen. So, Moment, warte mal, ich muss noch ein bisschen, muss bis nach da drüben springen. Warte mal, klappt das? Oh, oh, oh. Oh, 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 ja, es klappt sehr gut. Okay, wir sind jetzt hier außerhalb von der Karte, Leute. Ihr seht es schon, wir sind da durch das Fenster raus, sind jetzt hier rüber gesprungen und sind jetzt außerhalb der Karte vom ersten Akt. Hier ist jetzt so ein bisschen die Map und so. Und dann sehen wir noch ein paar Steine von diesen Felsen, wo wir hochgeklettert sind. Hier liegt ein Regenschirm, den werden wir gleich noch brauchen. Wir gucken jetzt mal hier gerade noch so ein bisschen rum. Warte mal, kommen wir hier noch irgendwo hin? Nee, ne, hier ist schon Ende. Aber wie gesagt, hier ist nicht wirklich was Besonderes. Wir sind jetzt außerhalb von der Karte, hier sieht man noch so ein bisschen Steine. Aber Freunde, der wirklich interessante Teil ist da unten. Das ist nämlich die Map quasi aus der Cutscene am Anfang. Und wir haben ja damals in der Alpha-Version schon versucht, das Haus vom Nachbarn zu erkunden. Ja, also das Haus zu erkunden, während die Kinder da gelebt haben. Aber das war nicht möglich. Man konnte da nie irgendwie irgendwo sich rausbuggen, um das Haus zu erkunden. Wir konnten quasi nur ins obere Stockwerk und in den Raum, wo die Kinder halt schlafen. Aber jetzt, Freunde, jetzt können wir uns alles angucken. Wir können wirklich alles in dem Haus jetzt finden, was da irgendwie versteckt ist oder so. Und ich glaube, es ist an sich einfach richtig cool, mal zu gucken, wie das Haus aussieht, während die Kinder da leben. So, wir landen jetzt einfach mal so. Moment, Schirm wieder auf. Sehr gut. Und wir landen jetzt hier. Das ist halt genau die Map aus der Cutscene. Da unten ist auch der Junge, den wir ja im Hauptspiel spielen. So, wir landen jetzt hier mal. So, warte, kann ich hier? Moment, ich versuche. Da ist der Nachbar. Freunde, hier ist der Nachbar. Und guck mal, da drüben ist sogar der Junge. Der zählt da noch und sucht uns quasi. Warte mal, können wir dann die Mutter sehen? Ne, die Mutter können wir nicht sehen, glaube ich. Aber ihr seht es schon, wir sind jetzt hier wirklich im Haus drinne. Der Nachbar ist hier mit irgendwem am Telefonieren. Der Nachbar ist auch jetzt gerade noch ein ganz netter Typ, ja. Der ist noch nicht so aggro, wie er das dann später ist. Noch sind alle richtig entspannt. Und wir hören die Mutter hier in der Küche was am Kochen. Weil noch ist die Mutter ja da, nur leider nicht mehr lange. So, wir gucken jetzt mal. Wir verlassen jetzt hier mal das Haus und suchen noch ein bisschen weiter hier rum. Weil hier ist ja diese komische Krähe, die wir ja in der Alpha in der Cutscene gesehen haben. Diese Krähe hat ja irgendwie den Nachbar und seine Familie immer beobachtet. Keine Ahnung, was genau ist mit dieser Krähe.
Dorothea auf sich hat, das wurde ja jetzt im Spiel gar nicht aufgelöst. Ich meine, unsere Theorie ist ja, dass der Junge irgendwie zum Schattenmonster wird. Und ich habe euch ja gesagt, dass ihr mir schreiben sollt, ob ihr so ein Theorie-Video sehen wollt, wo ich einfach mal die ganze Geschichte von Hello Neighbor zusammenfasse. Das Video werde ich auf jeden Fall machen, nur braucht es natürlich ein bisschen mehr Arbeit. Deswegen weiß ich noch nicht genau, wann das kommt, aber es wird definitiv kommen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Aber erstmal durchsuchen wir jetzt noch ein bisschen weiter in die Karte. Ich habe hier drüben was gesehen. Warte mal, das ist eine Magnetpistole. Wieso liegt hier denn eine Magnetpistole? Keine Ahnung, Freunde. Macht keinen Sinn. Ich meine, hier unten ist ja nichts, was man machen kann, oder? Oder gibt es hier irgendwas, was wir tun können? Ich glaube nicht. Moment, kann ich hier... Oh, ich kann tatsächlich hier den Schrank hochklettern. Aber ich komme nirgendwo hin. Na, das hat sich ja gelohnt. Das hier ist ja vermutlich das Schlafzimmer vom Nachbarn und seiner Frau. Da drüben... Warte mal, da ist irgendwas in dem Stuhl, oder? Was ist denn da in dem Stuhl? Warte mal, da hinten sind noch Fenster. Kann ich da durchgucken? Was ist denn in dem Stuhl drin? Ach, die Handtasche. Ich dachte schon, wir haben irgendwas Cooles gefunden. Oh, Freunde. Ich weiß, wofür die Magnetpistole ist. Guckt mal da drüben drinne. Da ist dieses komische... Warte mal, kann ich Kisten nehmen? Da ist dieser komische Schraubenschlüssel. Ah, Freunde, aber ich glaube, ich kann keine von diesen Kisten aufheben. Das ist nicht gut. Okay, Moment, ich muss mal gucken. Ich glaube, wir müssen das so ein bisschen tricksen jetzt. Aber ich glaube, wir können an das Ding rankommen. Warte mal, ich springe mal von hier. Zack. Nee, das hat nicht funktioniert. Und wenn ich so... Auch nicht. Oh, Freunde, ich bin hier oben drauf gelandet. Warte mal. Komm. Hä? Komm her. Oh, Freunde, das funktioniert nicht. Ich glaube, wir können diesen Schraubenschlüssel nicht zu uns hinziehen. Schade, das wäre cool gewesen. Weil dann hätten wir hier das Schloss öffnen können und da oben aufs Dach und dann ins Zimmer von den Kindern, um zu gucken, wie das aussieht. Und hier ist ja das Haus von unserem Spielecharakter. Der ist ja hier drüben am Spielen. Und das ist ja der Charakter, den wir später halt im Hauptspiel haben. Und das hier ist ja das Haus von dem. Und ich glaube, Leute, wenn ich das richtig sehe, kann ich hier sogar rein. Alter, das ist unser Haus aus dem Hauptspiel, Leute. Ich bin jetzt hier drinnen. Ich bin einfach übers Dach eingestiegen, bin richtig professioneller Einbrecher. Und guck mal, da draußen spielt der Junge. Und hier drinnen ist ein Sofa und ein Tisch. Und das ist auch, glaube ich, alles, was hier drinnen ist. Die Tür kann ich leider nicht öffnen. Das heißt, ich muss aus dem Dach wieder raus. Belassen wir das Ding hier also mal wieder. So, hier hinten fallen wir einfach nur ins Nichts. Da will ich nicht hin. Aber, Freunde, ich würde wirklich gerne mal in das Zimmer von den Kindern rein, um einfach zu gucken, ob da drinnen vielleicht nur irgendwas Interessantes ist. Dafür machen wir jetzt einfach mal Folgendes, Leute. Ihr kennt ja hier das. Ich stecke fest. Und es wird jetzt die Krähe zurück ins Kapitel bringen. So, Freunde, hier sind wir auch schon wieder. Und wir machen jetzt natürlich dasselbe nochmal. Wir müssen jetzt wieder die Map runtergleiten. Mit dem Schirm gleich. Und dann einfach genau oben im Dach drinnen landen. So, wir nehmen wieder den Geysir. Let's go. So, warte mal. Nimm mal den Schirm. Okay, Schirm ist gespannt. So, und wir gleiten. So, und jetzt machen wir das richtig easy, Freunde. Nur, wir gleiten hier jetzt so ein bisschen rum. Und können jetzt einfach gleich ganz zielgenau durchs Fenster durch. So, warte, jetzt müssen wir... Langsam in den Landeanflug und durch und durch. Okay. Und jetzt landen wir einfach wieder unten auf der Karte. Was sind hier eigentlich noch für Häuser unter uns? Ich meine, guckt mal. Da drüben ist irgendwie so ein richtig großes Haus. Und hier sind überall noch Häuser, zu denen man gar nicht hin kann, weil die einfach irgendwo mitten im Bodenlosen oder so stehen. Richtig merkwürdig. Aber unser Ziel ist es ja einfach nur im Dach zu landen. Ich frage mich halt echt, ob wir jetzt nochmal irgendwas finden. So, warte mal. Lass mal hier in den... Oh nein. Ah, und ja, und warte. Und yes. Warte. Ich bin gleich da. Ich bin da. Ich bin zu Hause. Freunde, es gibt den Jungen zweimal. Hier oben ist er auch am Zählen. Erinnert ihr euch? Wir waren ja gerade eben unten und da stand er auch im Flur und war am Zählen. Und hier oben steht er auch nochmal. Gibt es zwei Jungs? Sind das Zwillinge? Ah, Freunde, ich schätze mal, das ist einfach nur... Ich kann die Tür hier oben öffnen. What? Ich schätze mal, das ist einfach nur, weil der Junge halt hier oben zählt und unten auch zählt. Das ist halt, ne, wegen der Cutscene oder so. Ist wahrscheinlich irgendeine Überschneidung oder so ein Kram. Aber, Freunde... Hier unten ist er halt auch am Zählen. Mega komisch. Und hier sehen wir jetzt den Nachbarn nochmal von der anderen Seite. Aber wie gesagt, da waren wir ja eben schon. War ansonsten irgendwas neu im Zimmer? Ich glaube nicht, ne? Nee, ansonsten ist hier nichts. Ansonsten ist es genauso wie da, als wir eben gestartet sind. Ah, hier ist ja sogar eine Kappe, die wir aufheben können. Ja, cool. Komm, ab durchs Loch. Oh, das hat nicht funktioniert. So, ihr seht es schon, Leute. Wir sind jetzt nochmal über der Karte. Ich würde nämlich einfach ganz gerne mal mir die anderen Häuser auch einfach mal angucken. Und ich will auch ausprobieren, was passiert, wenn wir einfach mal da runterspringen. Ich meine, unser Charakter kriegt ja keinen Fallschaden, also müssten wir ja rein theoretisch ewig fallen. Okay, hier ist jetzt ja eins von diesen großen Häusern. Diese Bäume hier sind auch gar nicht, das sind gar keine richtigen Modelle, Freunde. Das sind einfach nur irgendwelche 2D-Bilder, um das Ganze ein bisschen realistischer zu machen. Obwohl... Sieht auch einfach aus wie einfach sehr plattgedrückte Bäume. Keine Ahnung, Leute. Aber hier sind welche von diesen Häusern. Aber ich glaube, die können wir alle nicht betreten. Moment, ich versuche mal eben nochmal auf der Straße zu landen, wenn ich das noch schaffe. Ja, kriegen wir hin. Sehr gut. Perfekter Landeanflug, Freunde. So, ich schmeiß den Schirm jetzt einfach mal weg. Den werden wir nicht mehr gebrauchen. So, nee, von diesen Häusern können wir tatsächlich keins betreten, Leute. Die haben alle keine Türen oder so. Das Haus von unserem Nachbarsjungen ist das einzige Haus, wo wir rein können. Ich kann mal hier rüberspringen. Jo, hier rüber komme ich noch. Komme ich denn von hier aus noch? Oh nein! Verdammt! Ich bin schon runtergesprungen. Nein! Nein. Nein. Oh. What?
Und ich stehe hier einfach. Lol, Leute, ich stehe hier einfach mitten irgendwo im Nirgendwo. Ey, was ist das denn? Ich glaube, hier sind irgendwelche riesigen Wände. Guckt mal. Moment, komme ich da... Komme ich an die Wände dran? Nee. Oh, ich laufe einfach jetzt hier aus dem Bereich raus und sehe jetzt die Karte oben drüber. Hä, was ist das denn schon wieder? Freunde, wir haben es also mal wieder geschafft. Wir sind unter der Karte, ihr kennt es ja bestimmt. Aber ich glaube, viel mehr Interessantes ist hier tatsächlich gar nicht im ersten Kapitel von Hello Neighbor. Aber Freunde, wie gesagt, es gibt noch viel, viel mehr Secrets, die in diesem Spiel versteckt sind. Die werden wir uns in den nächsten Videos zu Hello Neighbor Hide and Seek auf jeden Fall angucken. Vergesst ihr das Video nicht zu bewerten? Nein, Moment, das war falsch. Vergesst nicht, das Video zu bewerten, das wollte ich sagen. Ah, Deutsch ist schwer. Lasst natürlich auch ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video auf diesem Kanal wieder. Euer Tüber verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.